Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde einen High-Level-Vortrag halten, also nur so als Vorwarnung. Terraform, ein Einblick in die Möglichkeiten von Infrastructure as Code. Terraform, woher kommt der Begriff vom Terraforming? Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Terraforming ist ein Konzept, was zum Anfang in den 1940er Jahren in der Science-Fiction-Literatur aufgetaucht ist. Später wurde dieses Konzept auch von NASA und weiteren Raumfahrtinstituten aufgegriffen. Und dieser Prozess beschreibt, wie man einen baren Himmelskörper zu einem erdähnlichen Himmelskörper verwandelt. Also Terra, Erde und Form umwandeln. Was hat das jetzt mit dieser Konferenz zu tun? Ja, wer kennt das nicht? Wir haben die Anforderung, wir brauchen jetzt sofort die und die Server, die das und das können und das konfiguriert haben. Am besten gestern. Gut. Je nachdem, wie viel Glück man hat mit seinen Kollegen, kann es sein, dass es schnell funktioniert. Es kann auch sein, dass man warten muss und warten muss und warten muss. Meiner Rolle als IT-Consultant habe ich auch schon alles Mögliche gesehen. Und auch dieses und warten müssen kennt man natürlich auch. Eine Möglichkeit, dies zu adressieren, kann Terraform sein. Es arbeitet nach dem Prinzip Infrastructure as Code und stammt von dem Hersteller HashiCorp. Vielleicht kennt ihr andere Produkte von diesen, Herstellern wie Vagrant, Vault und Packer, aber auch weitere. In a nutshell könnte man es beschreiben, es sind kodifizierte API-Befehle als deklarative Konfigurationssprache oder Dateien und das ist Open Source. Des Weiteren, die Werbeversprechen sehen wie folgt aus, dass es sicher vorhersagbar ist, Änderungen, Erstellen der Infrastruktur, verschiedene Provider lassen sich kombinieren. Aber andererseits, der Vorteil ist halt auch, weil wir hier von Code reden, ist es auch möglich, diesen zu teilen, Versionskontrolle zu verwenden und es macht auch Reviews und Audits um einiges einfacher. Zudem ist es modular, das heißt, wir können auch wunderbar im Baukastensystem arbeiten und es ist auch gut zu automatisieren. Diese sogenannten Provider, die wir ansprechen können mit den API-Calls, können in die folgenden Gruppen unterteilt werden. So gibt es die klassischen Cloud-Dienste, aber auch es ist möglich, Containerplattformen anzusprechen oder Virtualisierungsserver, Network-Provider, sowas wie Cloudflare oder F5 Big IP Firewall. Versionskontrollen können auch damit gemanagt werden, sowas wie GitLab, GitHub, Bitbucket. Monitoring-Systeme auch, Grafana, Ichinga. Selbst Databases wie Postgres und MySQL können auch mit Terraform gemanagt werden. Wenn man es so zusammenfassen möchte, glücklicherweise hat so gut wie alles mittlerweile eine API und wenn es eine API hat, lässt es in den meisten Fällen auch mit Terraform managen. Für diejenigen, die es lieber etwas visuell gerne haben, kann man es auch so zusammenfassen. Infrastructure as Code funktioniert so, wir haben den Code. Dieser kommuniziert mit dem Provider und damit kann man seine Infrastructure, wie man halt möchte, erstellen, managen, ohne jetzt diese einzelnen adressieren zu müssen. Terraform selber funktioniert nach dem Konzept, wir haben den Code, man führt aus Terraform Init. Terraform Init überprüft die Syntax und lädt die ganzen benötigten Plugins für die Kommunikation, die in diesem Code verwendet werden. Dann führt man aus Terraform Plan. Das ist gewissermaßen mit einem Dry Run vergleichbar, dass der erstmal überprüft, was sind für Dependencies, was soll überhaupt verändert werden, was ist der Ist-Status, was ist der Soll-Status. Mit Terraform Apply werden dann auch die Befehle wirklich an die API übermittelt, dass diese die auch ausführt. Und dann ist man entweder happy oder man sagt, ich brauche das alles nicht mehr und sagt Terraform Destroy. Und dann ist alles wieder aufgeräumt. Auf der rechten Seite ist es auch nochmal zusammengefasst.
Die Syntax sieht ungefähr so aus. Wenn wir Variablen verwenden wollen, können wir diese in ein Variables-File hinzufügen, optional mit einer Description. Wenn die Variable definiert ist, aber kein Inhalt dazu vergeben ist, dann wird auch bei Terraform Plan und Terraform Apply immer gefragt, was möchte man für einen Wert haben. Es ist auch möglich, dass man angibt einen Default Value, den man überschreiben kann. Alternativ kann man auch alle Variablen, die in einen File zusammenfassen, in diesem tf-vars-File. Das sieht dann ungefähr so aus von der Syntax. Im Code referenziert man es dann einfach bis 1.11 auf diese Variante. Und ab 1.12 sieht das dann so aus. Und es lässt sich halt auch mit den Modulen kombinieren, die ganzen Variablen. Jetzt ist die Frage, was ist ein Modul in Augen von Terraform? Module sind letztendlich Unterordner, die ihren eigenen Terraform-Code haben, ihre eigenen Variablen haben. Und man kann diesen vom Logischen her eigene Aufgaben unterordnen, dass man nicht alles hat in einen riesen Textblock, sondern dass man sagt, okay, ich habe einen Teil, der ist jetzt für den Netzwerkteil zuständig, ich habe einen Teil, der ist für Load Balancer zuständig, ein Teil ist für die Sicherheitsregeln zuständig, ein Teil ist für die VMs, die gespawnt werden, zuständig. Somit kann man das viel leichter aufräumen und diese Einheiten sollten auch selber ausführbar sein. Das heißt, so kann man auch Team gut kooperieren und den Code auch gut recyceln, ohne dass man jetzt sagen, Copy-Paste, was für ein Block ist jetzt für mich interessant, sondern man weiß, dieser Block passt auf meine Anforderungen, der ist auch konform mit unseren Guidelines und das ist dann einfach bloß ein Unterordner, der dann diesen Code hat und auch wieder gleichen Aufbau. Man referenziert sich dann im Haupt- oder Root-Modul entsprechend auf den Pfad und kann dann auch die Variablen überschreiben. Ein weiterer Vorteil ist, man ist nicht unbedingt darauf angewiesen, dass es bei sich lokal liegt, sondern man kann sich auch zum Beispiel auf Git beziehen und entsprechende Versionen oder Tags von Git, dass man auch so mit dem Repo arbeiten kann oder verschiedenen Versionen in den Repos arbeiten kann. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man jetzt unterschiedliche Lifecycle-Stages nutzen möchte. Oder etwas wiederherstellen möchte oder reproduzieren möchte, wenn irgendwelche Bugs aufgetreten sind bei älteren Systemen oder wie auch immer. So, der andere Punkt ist, wenn man zusammenarbeiten möchte, die Information speichert Terraform in dem sogenannten TF-State-File ab. Dort stehen die Informationen, was wie definiert wurde und was der aktuelle Zustand ist, der mit Terraform erstellt und gemanagt wurde. Dieses TF-State-File liegt per Default im lokalen Directory oder lokal bei einem herum. Aber das Problem ist, wenn mehrere gleichzeitig damit arbeiten wollen, müssen die ja wissen, wie halt der aktuelle Stand ist und ob es jetzt gerade jemand daran arbeitet, weil sonst gibt es Konflikte. Und um das zu adressieren, arbeitet man mit Backends oder kann man mit Backends arbeiten. Diese sind ein Remote Storage letztendlich, was man verwenden kann, das und sagt in Terraform, dass es halt dieses Remote TF-State-File verwenden soll, wo dann die ganzen States definiert sind, die ganzen Maschinen, der ganze Zustand und auch entsprechend das File gelockt werden kann, dass es dadurch vermieden wird, dass Konflikte entstehen, wenn zwei versuchen, gleichzeitig eine Veränderung durchzuführen. Was ich jetzt einfach mal schematisch so dargestellt habe. Und diese Backends, die gibt es auch in unterschiedlichen Flavors, je verschiedenen Cloud-Services, you name it. Es gibt verschiedene Lösungen. So, das Provisioning ist in meinen Augen auch sehr wichtig. Vor allem, ich komme ursprünglich aus der Richtung, dass ich mit Ansible arbeite. Und man hat im Normalfall seine Ressource, ich nenne es jetzt mal im nativen Zustand. Und wenn man mit VMs arbeitet oder mit Bare-Metal-Maschinen und diese weiter modifizieren möchte, verwendet man den sogenannten Provisioner und der führt dann halt die Befehle aus, dass die Ressource den konfigurierten Zustand hat, den man gerne erhalten möchte. Das Gute ist, damit lassen sich in der Regel ein bis n Ressourcen verarbeiten und Defects und Idempotenz ist auch sehr hilfreich, vor allem bei mehreren Systemen. Und dann gibt es auch nettere Möglichkeiten wie Mitosis für Ansible, aber das ist eine andere Topic.
Ansible ist super Configuration Management Tool, in meinen Augen zumindest, oder eins von vielen guten Tools. Es verwendet Facts für weitere Operationen. Es hat den Vorteil, dass Ansible beispielsweise Paketmanagement betreiben kann von mehreren verschiedenen Distros, ohne dass der Code explizit für diese Distro angepasst werden muss. Sondern Ansible fragt einfach, was ist das für ein System, was ich managen möchte? Es kriegt zurück, okay, ich bin ein Red Hat-based, ein Ubuntu-based, whatsoever. Und dann kann man im Code einfach sagen, mich interessiert Paket XY. Welcher Paketmanager dahinter steckt, macht dann Ansible von alleine. Es ist halt super, um Ressourcen einzurichten, und es hat die Funktion eines Dry Runs, aber es geht dann halt alle einzelnen Schritte ab, aber überprüft jetzt nicht explizit die ganzen Dependencies untereinander, wie es Terraform macht. Und das ist genau der Teil, den ich jetzt ansprechen möchte. Terraform ist halt in meinen Augen zumindest super zum Ressourcen orchestrieren. Es gibt eine sehr schöne Übersicht, was geändert werden soll, was der Ist-Zustand ist, was der Soll-Zustand ist, was geändert wird. Aber das Provisioning in meinen Augen ist sehr rudimentär. Man kann es schon gut adressieren, indem man ein fertiges Image, was einen interessiert, hinterlegen kann bei den Cloud-Providern oder bei VMware, you name it. Aber manchmal ist es halt so, dass bloß kleinere Veränderungen von Interesse sind. Und in meinen Augen ist es zumindest ein Versuch wert, mal über die Kombination von beiden zu denken. Weil beide haben ihre Vorteile. Weil ich finde, dieses Ressourcen-Orchestration ist mit Terraform angenehmer, selbst wenn es natürlich auch mit Ansible möglich ist. Und das ist dann einfach Geschmackssache. Ich möchte euch einfach bloß heute auf den Geschmack bringen, es einfach mal auszuprobieren. Genau, bei Ansible, wenn man vorher viel mit Ansible gearbeitet hat und dann das mit Terraform kombinieren möchte, kann man die Rollen wiederverwenden. Die Distro-Unabhängigkeit, Terraform ist halt gut für dieses Ressourcenmanagement, diese detaillierte Übersicht, Drift Detection, Lifecycle-Kontrolle, und es ist auch, ja, gleiche Sprache, um Ressourcen und Infrastruktur einzurichten, könnte man kategorisch auch bei Ansible sagen. Jetzt habe ich hier ein lustiges Konstrukt aufgebaut, dass ich sage, dass mein Ansible Terraform startet, Terraform mir die Ressourcen erstellt und das Inventory ausgelesen wird und ich mit Ansible dann die Ressourcen einrichten kann. Es ist nicht Best Case oder Best Use Practice, aber ich möchte es einfach mal kurz als Beispiel demonstrieren, dass sowas möglich ist, dass einfach man sehen kann, wie die Sachen miteinander interagieren können. So, genau, so sieht dann der Befehl letztendlich aus. Das ist mein Ansible-Code, recht rudimentär. Da sagt letztendlich Run Terraform, wo liegt Terraform, wie viele VMs ich haben möchte. Und hier sind letztendlich die Hosts, die ich mit Ansible provisionieren möchte. Und dort sage ich letztendlich, erstelle mir eine statische Nginx-Seite. Also most basic stuff, es kann kaum einfacher gehen. Der Terraform-Code sieht ungefähr so aus. AWS, die nötigen Sachen, um mit dem Provider zu kommunizieren. Und hier ist letztendlich der Code, der zuständig ist, um diese VM letztendlich zu spawnen. Mir ist klar, dass es für einen richtigen Umgang mit AWS wesentlich mehr bedarf, was jetzt die ganzen Security-Gruppen angeht, das ganze Routing und Firewall-Regeln. Aber ich möchte das heute einfach bloß basic halten. Nur darauf hinweisen, dass man es einfach mal ausprobieren kann. Wenn man es richtig machen möchte, kann man sich entsprechend auch weiter da hineinarbeiten, aber ich möchte jetzt nicht über AWS und Best Practice AWS reden, sondern einfach nur es kurz demonstrieren. Letztendlich, hier oben sind die Sachen, die definieren, wie die VM auszusehen hat. Hier sage ich ein Befehl, dass er mir Python installieren soll, weil ich es im Nachhinein mit Ansible managen möchte. Es ist selbstverständlich möglich, dass ich auch einen AMI verwende, was schon Python vorinstalliert hat. Bloß ich möchte halt zeigen, dass auch mit Terraform solche Shell-Befehle möglich sind, selbst wenn die verhältnismäßig rudimentär sind.
Und ja, die Connection-Informationen, die dafür zuständig sind. Und zum Schluss habe ich noch genau hier oben die Counts-Variable definiert, dass ich sage, wie viele ich von diesen VMs haben möchte. So, und jetzt schauen wir mal, wie die Demo ausschaut. Ups. Ja. So nicht. Okay. Das war schlecht. Gut. Hier waren wir stehen geblieben. So. Also, Schöne ist ja, kann ich erstmal sagen, Terraform Plan. Um einfach. Ah ja, sorry. Guter Einwand. Wunderbar. So, machen wir nochmal ein Clear. Ups. So, also Terraform Init, das einfach geladen wird, welche Plugins benötigt werden, weil ich AWS matche, Data des AWS Plugin. So, dann sage ich Terraform Plan, dass er einfach schaut, was ich im Code definiert habe und was er machen möchte, will, sollte, wie auch immer. Ich habe als Variable angegeben, dass nur eine Instanz erstellt werden soll. Also sagt er halt create und auch wie diese Instanz, die ich halt definiert habe. Ist alles nichts Spannendes und die meisten Sachen werden sowieso von AWS dann erstellt und ausgeführt. Genau, wenn ich damit einverstanden bin, dann sage ich Terraform apply. Natürlich richtig geschrieben. So, das rödet jetzt etwas vor sich hin. Aber dann kann man die einzelnen Schritte gut betrachten, wenn die Demo-Götter gnädig sind. So, genau. Also, wir sind jetzt nicht die Schnellsten, weil das jetzt auch nicht das Beste und Größte ist, was ich als VM ausgewählt habe. So. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. No, genau. Also die VM ist erstellt. Jetzt habe ich gesagt, dass er sich für das Provisioning mit SSH einloggen soll. Weil der SSH-Server noch nicht ganz fertig ist, hat er erstmal ein, zwei Mal Probleme und retried es. Jetzt ist er verbunden. Und zur Erinnerung, ich habe halt gesagt, okay, ganz klassisches, weil wir von einem Ubuntu in diesem Falle sprechen, apt-update oder apt-get-update. Und dann installiere mir Python, dass ich das mit Ansible managen kann. Und es sieht doch schön aus. Voilà. Zusätzlich habe ich auch noch bei mir im Terraform angegeben, dass ich halt wissen möchte, was für eine IP diese Ressource hat, die ich erstellen möchte. Jetzt habe ich einen blanken Server letztendlich. Das ist relativ langweilig. Aber was halt nett ist, wenn ich jetzt sage, minus var für Variable, Anführungsstriche, counts ist gleich Nummer 3, nee, plan. Was ist, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte drei Maschinen haben? Ich habe vorher die Variable definiert, counts, und wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte drei haben, ich sage einfach, ich überschreibe die Variable, die ich vorhin hatte, und jetzt sagt er mir, ich möchte zwei hinzufügen. Das heißt, er erkennt auch gleich den Ist-Zustand, dass eine schon existiert, und erstellt mir zwei weitere. So, machen wir kurz Apply und freuen uns, während es durchrattert. Aber weil das jetzt letztendlich eine blanke VM oder drei blanke VMs werden, die jetzt ein Ubuntu im nativen Zustand mit Python haben, ist ja relativ langweilig. Ich möchte zumindest sehen, okay, mache ich noch einen Nginx-Server drauf, diesmal mit Ansible. Natürlich ist es auch möglich, das alles mit Skripten bereitzustellen und über diesen Inline-Befehl zu installieren. Aber weil ich halt ein Fan von Ansible bin und das einfach nur eine Demo ist, was möglich ist, dass es nicht unbedingt auf Best Practice hinausläuft, sondern eher, dass man eine Vorstellung kriegt, was man machen kann, mache ich das jetzt einfach so.
Vielleicht habe ich auch ein oder zwei mit der Methode erfolgreich verwirrt, aber das ist dann ein anderes Problem. So, wie gesagt, jetzt macht er den gleichen Ablauf. Wenn man auf die Details achtet, sieht man Web 1 und 2 und ja, selber langweiliger Kram. Nichts Besonderes. Nothing special. Gut. Dann habe ich bekommen. Auch noch, wie gesagt, diese Ansible-Rolle vorbereitet, dass mir eine statische Seite erstellt wird. Diese Ansible-Rolle sieht letztendlich aus, installiere mir einen Nginx-Server und kopiere mir die Host-HTML-Datei, die als Ansible-Template vorliegt. Und dort will ich dann auch noch die Informationen haben, was für eine IP in diesem Falle vorliegt. Also wir sehen von Terraform, diese drei IPs wurden erstellt von den VMs. Okay, aber so ist es ja langweilig. Wir können ja mehr. So, in dem Falle sollte es auch richtig schreiben. Ich hatte mein Ansible-Skript am Laufen. Das führt dann halt nochmal aus, Terraform, aber weil wir den Terraform-Teil schon mal gesehen haben und es sich nichts ändert, wird es jetzt einfach geskippt. Das Inventory-File weiß oder liest das TF-State-File aus und sieht, das sind die gleichen IPs, wie auch hier oben ausgespuckt wurden. Jetzt sagt er, installiere es mir, startet den Nginx-Server, voilà. Und schauen wir einfach mal nach, wie sieht es aus. Es soll ja einfach nur eine kleine, statische, minimalistische Seite sein. Und voilà, erste IP läuft. Wir haben ein Hello World und eine IP-Adresse. Diese IP-Adresse habe ich einfach gesagt, hol die dir von den Facts, die Ansible sammelt. Nächste VM und die nächste VM. Also relativ easy peasy. Und wenn wir sagen, wir haben genug von drei VMs, können auch einfach sagen eine. Dadurch, dass ich jetzt ein Ansible-Variable gebe und Ansible diese Variable weitergibt, die ich vorhin überschrieben habe, kann ich auch einfach auf diese Art und Weise sagen, ich will bloß noch eine VM haben. Dann sieht Terraform, okay, zerstör mir zwei, das macht es dann auch. Weil Nginx dann schon installiert ist, sollte dann auch er erkennen, da muss ich jetzt nicht nochmal neu Nginx installieren und auch nicht neu konfigurieren. Und dann sollte zum Schluss bloß noch einer dieser Server funktionieren. Im Idealfall. Die Demo-Götter sind heute müde. Es ist Wochenende, aber wir wollen arbeiten. Ah ja, genau. Terraform ist durchgelaufen. Jetzt haben wir bloß noch eine Maschine, die gemanagt werden soll. Es wurde aus dem dynamischen Inventory richtig erkannt. Das ist die 3559. Die hier müsste es sein. Und das funktioniert nach wie vor. Die anderen kommen aber in einen Timeout rein. So wie es sein soll. Aber weil wir jetzt so schön mit diesem Terraform State File gearbeitet haben, können wir auch einfach sagen, Terraform Destroy. Destroy. Und fragt danach, möchte ich die letzte verbliebene VM auch wirklich entfernen? Ich will das. Und dann ist alles schön aufgeräumt und unsere Kosten gehen auch nicht weiter in den Himmel. Gut. Soweit dazu. Falls die Frage aufkommen sollte, wie sage ich jetzt explizit, nur eine VM soll, eine explizite VM soll zerstört werden, dann kann ich sagen Terraform Destroy Target und gebe den Namen an. Gut, die VM ist jetzt zerstört, genau. Und als krönenden Abschluss sage ich einfach, es gibt ein paar Kritikpunkte. Es ist super von der Übersichtlichkeit, was gemacht werden soll.
Aber es ist providerspezifisch. Nicht jede Cloud funktioniert identisch. Dadurch sind auch die Befehle für die Clouds zum Management anders. Die Provisioner, die eingebaut sind, sind ziemlich limitiert. Und es ist immer noch im 0x-Status. Und bei den größeren Veränderungen kann es auch häufiger passieren, dass es größere Breakdowns gibt, was das ist unbedingt nicht unbedingt wieder wie in vorhinein funktioniert. Wie ich beispielsweise auch gesagt habe, zwischen den 0-Alpha und den 0-12er gibt es Unterschiede. Aber es ist wert, der Versuch, aus den Wüstenplaneten einen erdähnlichen, paradiesähnlichen Zustand zu machen. Und so kann man sich viel Zeit ersparen, wenn man sich einmal ein bisschen damit hinaus auseinandersetzt. Und ich bin der Meinung, es ist nicht schwer und einfach ein Versuch wert. Und somit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gut, die Fragenrunde ist eröffnet, nehme ich an. Ich hätte auch theoretisch noch eine Sache vorbereitet, eine Demo, dass ich ein Minikube sage, erstelle mir ein bis n Nginx Container, die dann entsprechend hinter einen Load Balancer sind und man dann sehen kann, dass die sich verändern, auch alles mit Terraform gemanagt. Wenn ihr das sehen wollt, kann ich das auch zeigen, ansonsten Fragen sind auch willkommen. Also ich möchte bloß sagen, Terraform ist nicht gleich automatisch Cloud. Man kann damit auch viel mehr machen, wenn man möchte. Genau. Ja. Die Frage ist, wo sind die Credentials für AWS hinterlegt? Also die Credentials können je nach Umsetzung an unterschiedlichen Orten hinterlegt sein. Also entweder können die Credentials hinterlegt sein, wenn du Cloud9 nutzt, den Editor von AWS. Dort ist es schon alles integriert. Du kannst auch den Pfad hinterlegen. Per Default versucht er halt im Home Directory nachzuschauen, aber das kannst du auch unterbinden. Ähnlich ist es auch bei den anderen Cloud-Providern, wie auch immer. Weitere Fragen? Ich weiß nicht, ich spiele bloß. Und ja, bei vielen Cloud-Providern ist es auch möglich, dass man irgendwie so ein Free-Tier nutzen kann. Wenn man sich auf die Restriktionen beruht, kann man auch in einem eigentlich relativ guten Ausmaß sich austoben, um einfach mal schauen, wie funktioniert das. Alternativ kann man auch sowas verwenden wie Minikube, wenn man halt Container und Kubernetes nutzen oder Kubernetes-alike nutzen möchte, geht das auch. Es ist auch möglich, VMware damit zu steuern oder es gibt auch ein Community-Plugin für libvirt, dass man so seine VMs steuern, konfigurieren möchte. Go ahead, go nuts. Also ich hätte auch einen Vortrag halten können, wo ich irgendein super fancy Zeug zeige, aber ich denke mir, es ist manchmal nicht schlecht, wenn man einfach mal sagt, es ist einfacher, als es eigentlich ist und meistens kann man nicht wirklich viel kaputt machen. Man muss bloß erstmal diese Hürde nehmen, um es zu versuchen. Gut, gibt es weitere Fragen? Wünsche, Anregungen? Kekse?
Okay, dann vielen Dank für die Runde und ich wünsche euch noch viel Spaß heute und für diejenigen, die angereist sind, eine gute Heimfahrt.